Hallo, hallo. Heute möchte ich euch von den vier Jahreszeiten erzählen. Ich meine, die Pinguin-Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Jedes Jahr, wenn die Sonne aufgeht über dem Pinguinland, träumt ein Pinguin seinen Traum von, Ja, wenn wir fliegen könnten, ach, das wäre schön. Dann würde alles einfach und leicht vonstatten gehen. Ja, wenn wir fliegen könnten, so von Ort zu Ort, dann müssten wir nicht laufen, wir flögen einfach fort. Ja, wenn wir fliegen könnten, würde manches anders sein. Und schon wären alle Probleme ganz niedrig und klein. Ja, wenn wir fliegen könnten, ach, das wäre schön. Doch leider bin ich sicher, das kann gar nicht. Also, wenn ihr mich fragt, das kann gar nicht gehen. Kann es nicht und wird es auch niemals. Und deshalb, wenn der Sommer kommt, bewegen wir unsere Flossen und lassen die Pedale kreisen. Ups. Mit dem Tandem durch das Land, das macht Spaß, ist interessant. Außerdem hält man sich fit mit so einem Starossritt. Vogelzwitschern, Sonnenschein, soll die Wegbegleiter sein. Kinder, was fühl ich mich wohl, wer will da noch? Aber dann, ganz plötzlich, ist der Sommer vorbei und der Herbst kommt. Und was glaubt ihr wohl, tun wir in dieser wunderschönen Jahreszeit? Drachen lieben jeden Wind, weil sie die Wolkenkinder sind. Lassen sich vom Wind gern treiben, können sich am Aufwind treiben. Richtung. Steigen immer höher auf. Bei starkem Wind drehen sie vor. Sie tanzen wild, fast unverschämt. Nur unsere Schnur ist, die sie zähmt. Und dann kommt unsere schönste Zeit. Die Winterzeit ist unsere Zeit. Wir sind zu Spiel und Sport bereit. Wir tauen auf bei Minusgraden, denn Kälte kann uns gar nicht schaden. Schon von Natur aus ist uns warm. Dazu hat unsere Kleidung Charme. Wir schnallen uns die Bretter unter, denn so ein Winter macht uns munter. Und dann geht's raus in Schnee und Eis. Wir frieren nicht, uns rinnt der Schweiß. Wir schießen mit dem Skiberg ab. Und auch bergauf macht keiner schlapp. So stürmen wir auf jeden Gipfel. Da zittern selbst die Tannenwipfel. Wir gönnen uns nur selten Pausen. Machen ein Kehr gern in einer Jausen. Nun macht mal halblang. Denn es ist schon wieder Frühling. Und wieder sieht man uns das Fliegen üben. Ja, wenn wir fliegen könnten. Ach, das wäre schön. Dann würde alles einfach und leicht vonstatten gehen. Ja, wenn wir fliegen könnten, so von Ort zu Ort, dann müssten wir nicht laufen, wir flögen einfach fort. Ja, wenn wir fliegen könnten, würde manches anders sein. Und schon wären alle Probleme ganz niedrig und klein. Ja, wenn wir fliegen könnten, ach, das wäre schön. Doch leider bin ich sicher,